Ja, hallo und herzlich willkommen deines Gatten. Seidenfüßchen begrüßt euch auch. Ein ganz ein Lieber. Es läuft auch die Henne daher. Die Katze liegt ganz bequem hier. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass, ja, wenn wir kochen, dann kochen wir meistens großzügig. Das heißt, wenn wir Chili con Carne kochen und dazu essen wir Spirelli, dann kochen wir immer etwas mehr. Denn das kriegen ja auch dann die Hühner, die Enten, diese Hühner, diese hier und auch die Enten. Die lieben alle Spirelli. Wenn wir Spaghetti kochen, kochen wir natürlich wieder mehr Nudeln, kriegen ja auch die Haustiere. Es ist nichts verloren. Und wie gesagt, auch Kartoffeln, wenn wir kochen, die eigenen Kartoffeln, da koche ich die Kartoffelschalen extra und gebe sie den Hühnern und den Enten. Nehmen sie auch recht gerne an. Oder allgemein Kartoffel gekocht, kriegen sie auch von uns. Die gekochten Kartoffeln, da habe ich so meine Bedenken, dass die nicht gespritzt werden oder sonst was. Und das möchte ich meinen Tieren nicht zumuten. Deswegen, bei gekochten Sachen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Sellerie, Karotten, das kriegen auch die Hühner, was wir nicht essen. So Suppengurren, so, ihr wisst schon, was in die Suppe kommt. Das alles, was wir nicht essen, kriegen die hier alle. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche eine Freude wir ihnen damit machen, wenn sie dann mal was anderes bekommen und nicht nur Hühnerfutter. Auch im Winter, wenn es kalt ist, wir heizen ja das Haus großteils mit Holz. Da, wenn eh schon Feuer brennt, habe ich so meinen Topf mit Mais auf dem Herd. Und sie humpelt schon wieder. Der Hahn war oben. Ja. Wie auch immer, wir heizen ja das Haus mit Holz auf der Küchenhexe. Folgendessen ist da immer ein Topf drauf. Da ist Mais drinnen. Da kochen wir den Mais weich für die Hühner. Ihr wisst gar nicht, wie sich die Hühner darüber freuen. Wie dankend sie ihn annehmen. Auch die Enten. Da wird mehr oder weniger um jedes Körnchen gezankt und gestritten, weil jeder will gekochten Mais haben. Auch die hier. Ja, sie tut dir ja nichts, Schatzele. Und sie ist schön. Und das ist mein kleiner Adler. Ja, Seidenfüßchen. Ich werde geputzt von meiner Henne. Ich werde geputzt. Ja, eine Schulterhenne. Eine Schulterhenne. Na, kommst du hoch? Ja. Sagte ich, eine Schulterhenne. Gibt's was Schöneres? Na, Amsel? Was ist los? Du putzt mich. Das ist mein Haarreifen, Schatzi. Lass meinen Haarreifen ruh. Und meine Ohrringe erst recht. Warum auch immer, die Hühner lieben Gold. Ja, was denn, Schatzile? Was ist denn, Hübsche? Was hast du, meine Süße? Hast du Redebedarf? Scheiß mir ja nicht ins in den Pullover rein. Ins Genick. Ja, was denn, Schätzele? Ja, was denn? Bist du frustriert heute? Möchtest du den Hühnern rein? Nein? Ach, die hauen dich, die sind so brutal. Ja, die sind brutal, ich weiß. Da bist du gerne mit. Dir gefällt es hier draußen besser? Hm? Amsel, bist du hier draußen glücklich?
Natürlich bist du hier glücklich. Hier bist du der Chef. Und die Katze kommt und sagt mal Hallo. Die Katze kommt und sagt mal Hallo. Au, lass das. Die ist schlimm. Und meine Bertha, meine zutraulichste Ente. Nee, das ist nicht Bertha, das ist ihre Tochter, die Lia. Die Bertha ist dort beim Zwetschgenbaum. So. Ach, wir haben Ostern. Wir haben Ostern. Könnt ihr das sehen? Ja. Naja, wenn die Enten dann mal draußen sind, dann gehen sie nicht unbedingt in die Garage rein, ihre Eier legen, sondern legen sie es, wo es gerade drückt. So geht's mir. Geh durch den Garten, sammle die Eier ein. Und am Donnerstag setze ich die nächste Partie Eier an. Und dann bin ich gespannt, wie viele Eier es sein werden. Und gestern habe ich wieder ein Ei gefunden. Das war aber ein frisches Ei, weil ich schaue ja jeden Tag, überall. Jetzt zeige ich euch, wo ich das Ei gefunden habe. Und zwar hier hinterm Zaun. Ach, da liegt schon wieder ein Ei. Zwischen Zaun und... Vielleicht kann ich das ein bisschen... Da sieht man es. Zwischen Zaun und Holz. Die sind schlimm, meine Enten. Die Enten haben natürlich gegessen, gebadet. Jetzt werden die Federn zurecht gezupft und gerupft und geschlichtet. Da sind schon ein paar Schwalben. Eine ist jetzt gerade wieder in die Garage geflogen. Ich schätze mal, die werden wieder ihr Nest in der Garage in Anspruch nehmen. Das ist ja die erste Partie an Schwalben, die gekommen ist. Ja, die ist reingeflogen. Ich hoffe, dass man das gesehen hat. Und ja, ich freue mich über Schwalbenjunge. Zudem kommen in 3 Wochen die jungen Hühner wieder, die sich da zanken, in die Garage. Dann habe ich 1 Woche Zeit, diesen provisorischen Käfig zu säubern. Und alles herzurichten für die jungen Entlein. Und in 2 Wochen kann ich schon sehen, wie viele Entlein eventuell schlüpfen könnten. Ich rechne mit vielen Entlein. Ja, ich muss euren Zaun schon wieder verschieben irgendwie, wo ihr wieder ein bisschen Gras findet. Denn ihr fresst das Gras wie nix. Oh ja, 5 Goggeln, 5 Mädels, na super. Also da habe ich Gurken gesetzt. Hier habe ich ein paar Tagettis gesetzt. Und 2 Reihen Kohlrabi. Was kommt, kommt. Was nicht kommt, kann man nichts machen. Aber ich habe noch was an Saatgut. Und ja, ich habe mir sagen lassen, man soll keine ähnliche Kulturen nebeneinander pflanzen. Sprich Gurken, Melonen, Zucchini, Kürbisse. Folgedessen werde ich hier, schaue ich mal, was ich noch habe. Ich habe noch Ringelblumen. Da geht es, habe ich noch. Ringelblumenöl habe ich ganz, ganz wenig. Mal schauen, ob ich mir da ein paar Ringelblumen setze oder eventuell mal schauen, was ich da noch mitgenommen habe. Ich habe noch mitgenommen Salat und scharfe Paprika. Ich glaube, ich werde die hier riskieren zu setzen. Muss ich danach anschließend auch gießen. Und dann habe ich hier Zwiebelsamen. Hoppala. Da habe ich Zwiebelsamen.
Und die würde ich auch versuchen zu setzen. Vielleicht komme ich selber zu eigenen Zwiebeln. Mal schauen. Und natürlich muss ich da viel, viel gießen. Aber zuerst muss ich mal da Ordnung schaffen, damit ich da alles setzen kann, was ich möchte. Und die Melonen, die würde ich gerne vorne beim Zwiebel setzen. Da vorne, da habe ich, vorne habe ich Zwiebeln und gleich anschließend Melonen setzen. Mal schauen. Mal schauen, wie weit ich heute komme. So, Kohlrabi. Ja, der Boden ist trocken. Es war sehr viel Wind. Und ja, wenn es viel windig ist, dann trocknet auch der Boden aus. Ja, Hochbetrieb im Hühnerstall. Aber ihr könnt das sehen, in der Tiefe ist der Boden feucht. Ja, der arme Hahn, der tut mir richtig leid. Der humpelt. Den akzeptieren weder die Hühner noch der Hahn. Ja. Ich hatte noch nie Zwiebelsamen. Und der Nachbar hat gesagt, einfach nur auf den Boden streuen und dann kräftig gießen. Und die kommen von allein. Das werde ich so machen, wie es der Nachbar gesagt hat und mal schauen. Wahrscheinlich kommen eh nicht alle, aber das, was kommt, kommt. Was kommt nicht. Ja. Yeah.
er dann gießen. Und das wird dann in die Erde versinken. So, was habe ich denn noch hier? Salat. Die Paprikas werde ich riskieren. Ich glaube, das wird reichen. Und mal gucken. Ah ja. Chili di Cayenne. Chili Cayenne Chili. Mal schauen. Oh ja, die schauen schon scharf aus. Bin ich mit so gleich in den Boden wie Samen, bin ich gut damit gefahren. Ist viel gekommen. Mal schauen, ob es diesmal auch so sein wird. Dann hätte ich noch soll ich Ringelblumen? Ja, ich gebe ein paar Ringelblumen rein. Wenigstens, dass ich ein bisschen Saatgut fürs nächste Jahr habe.
gerade mal fertig. Und ich habe mich in eines meiner Videos vor, wann war denn das? Vor 2-3 Wochen vertan. Habe ich Gundermann gesagt. Gundermann kenne ich, mag ich. Was ich aber absolut nicht mag, ist die Taubnessel. Die stinkt irgendwie nach Moder, nach Alt, nach, ja. Ist aber auch eine Heilpflanze, kann man auch benutzen. Da ist aber auch Vorsicht angesagt. Würde ich nicht benutzen, wenn ich mich nicht auskenne. Ich persönlich nehme keinen Gundermann. Habe mir vor 2-3 Jahren einen Tee gemacht. Der hat grauslich geschmeckt, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Von der Taubnessel Gundermann ist aber recht gut. Ich benutze Gundermann. Ich benutze auch Gänseblümchen im Salat. Was ich auch absolut nicht mag, ist Löwenzahn. Der ist mir zu bitter. Aber ansonsten, ich nutze sehr viele Kräuter aus dem Garten. Auch den, wie heißt der, Giersch. Auch Giersch ist recht lecker. Nehme ich auch. Spitzwegerich. Brennnessel machen wir sowieso öfters mal mit Kartoffeln und Spiegelei. Schmeckt total lecker. Und wie gesagt, nicht alles wird von uns benutzt. Wie gesagt, Taubnessel mag ich nicht, Gundermann ja. Also bleibt dran, ich setze dort noch ein paar Melonen. Und sollte jemand den Giersch nicht kennen, das ist das hier. Das hat, zeige ich euch gleich, der Stängel ist dreieckig. Ich habe ein bisschen blöd gerissen, aber der Stängel ist dreieckig. Und da sind immer drei so Blätter dran. Schmecken tut das wie Petersilie oder Schnittlauch, Petersilie wie Petersilie, so ähnlich wie Petersilie. Kann man gut so essen, wenn die Blätter jung sind. Auch ältere Blätter kann man essen, aber die ganz frischen Jungen, die schmecken total lecker. Kann man so zwischendurch mal was essen, im Salat geben. Ich sage noch eines vorweg, ich esse das mit Vorsicht. Also ich mache da nicht übertrieben, dass ich sage, jetzt esse ich 3-4 Wochen jeden Tag sowas. Aber während der Kriegszeit haben Soldaten den gegessen und überlebt. Auch Brennnesseln haben sie gegessen. Es gibt so vieles, was es in der Natur gibt. Und man sollte auch das nutzen. Viele sagen Brennnessel, die brennen und so. Ich muss sagen, ich habe die letzten 2-3 Wochen für meine Schwägerin am Wochenende immer Brennnessel gepflückt und die welche geschickt zum Zubereiten. Sie liebt die und ich muss sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich daran, dass die beißen nicht mehr, die zwicken nicht mehr, die jucken nicht mehr. Also man muss sich nur daran gewöhnen. Und Brennnesseln habe ich viele. Auch die Minze kommt schon. Das ist ja alles Minze. Ah. Oh, und die duftet. Oh. Und die Minze, frische Minze, wenn man frische Minze pflückt und Tee macht, oh, da kommt die Minze aus dem Geschäft, also der Minzetee aus dem Geschäft, den man kauft, nie und nimmer ran. So gut ist die frische Minze, die wir im Garten haben, im Gegensatz zu dem, was man zu kaufen kriegt. Und die Minze will auch ins Bild. Sie liebt die Minze, sie legt sich manchmal daher. Da ist ihr Platz, da in dem Bereich, da liegt sie sehr, sehr oft und genießt es. Sie wälzt sich auch gerne da drinnen. Ja, Katzen, meine Katze mag die Minze. Gell, Mitzi? Du liebst es, da zu liegen in der Minze, gell? Ja, und putzen tust du dich auch da gerne. Okay, ich mache meine Melonen weiter, sonst werde ich nicht fertig. Mitzi, du gehst ja schön brav da weg. Du neigst dazu, das immer alles auszubuddeln. Dort habe ich die Zwiebeln.
Und ja, ich gebe mir 3, 4 Samen rein, denn nicht jedes kommt. Und die Sugarbabys sind wirklich total lecker und sind nicht groß. Also für meinen Mann und für mich genau das Richtige. Wobei ich liebe Melonen. Und da ich ja jetzt wieder normal essen kann, freue ich mich schon auf die Melonen. Also dieses Unkraut, das nervt ein bisschen. Aber okay. Dann kann er nicht alles haben. Mitzi! Lina! Hey, hör auf da, Katze! Ich habe den Zaun so schön hergestellt, damit die Elfen nicht rein können und du machst dir das alles zunichte. So, einmal noch hier. Du bist eine schlimme Katze. Und auch wenn sehr viele Melonen kommen, wir werden sie lieben und essen. Und wenn es uns zu viel wird, kriegen es die Nachbarn. Die haben mich ja letztes Jahr schon gefragt, ob ich Melonen habe. Letztes Jahr hatte ich leider nur eine. Und die war, ja, nicht besonders. Na mich, naja, sind mir jetzt alle da sehr gefallen. Also dieser Klee nervt. So, für heute ist mal das Setzen fertig. Man soll ja nicht übertreiben. Denn ich muss ja noch gießen. Und wenn da nur 4, 5 Melonenpflanzen kommen, bin ich auch glücklich. Ja, und endlich ist es einmal schön geworden. Nach den 2 Tagen dieser Woche, wo es kalt war, windig war. Windig war es. Oh, das. Also, meinen Hühnern sind die Federn irgendwie zuvor gegangen. So windig wie es war und es war auch kalt, muss ich zugeben. Also, es hat mir keine Freude, irgendwas zu machen. Und ich sag's mal so, bei so einem Wetter will ich auch nichts machen. Denn, ja, ich bin wie gesagt alleine und wenn mir da was passiert, dann, ja, dann leiden auch die Tiere, nicht nur ich. Folgedessen warte ich auf schönes Wetter und wenn es schön ist, dann mache ich was. So wie heute. Ich war heute doch erfolgreich. Ich habe mir Kohlrabi gesetzt, ich habe Paprikas gesetzt, Samen in den Boden natürlich. Dann Tagetes, Ringelblume, Melone und das auch alles gegossen. Mein Mann hat mir natürlich geholfen ein bisschen. Hat mir die Gießkanne immer wieder rübergereicht. Und ja, ab und zu hat er ja auch eine kurze Woche, wo er nur 4 Tage arbeitet. Und dann ist er zu Hause bei mir, da freue ich mich natürlich besonders. Wäre ich alleine gewesen, hätte ich es alleine gemacht. Wäre auch kein Thema. Vor allem, heute ist wirklich schönes Wetter. Gestern war es ja doch noch etwas windig, aber heute Windstille. Richtig, richtig angenehm. Fast schon zu heiß, was zu machen. Das heißt, ich werde mir mein Essen herrichten. Werde essen. Und während ich esse, schaut ihr euch mein Video an. Also, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen hoch. Unten abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video von mir. Empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.